Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Paper Mario Color Splash. Wir machen jetzt endlich weiter, neuer Tag, neue Session, sag ich mal. Und los geht's. Wir wollen uns den nächsten großen Farbstein eigentlich holen. Das ist Ziel der Session und das werden wir auch schaffen. Und hier seht ihr unser Problem. Ein dicker, fetter Wumms. Und da kommt dann eine Karte, die uns im Sinne den Weg freimachen wird. Ja. Los geht's. So, jetzt muss ich das mal zeichnen. Ist ausgeschnitten. Und jetzt kann ich meine Karte einsetzen. Ich habe nur eine einzigste Karte dafür. Los geht's. Er bewegt sich weg. Und glaube ich, das ist der verschlafenste Fels, den ich je begegnet bin. Aber jetzt ist er aufgewacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Nun kann der Abendrot-Express seinen Weg fortsetzen. Ich muss sofort den anderen davon erzählen. Auf jeden Fall. Also zurück zum Abendrot-Express. Ihr seid Kap Sternzelt. Auf jeden Fall. Mario. Alles in bester Ordnung. Die Wagen sind jetzt alle in die Lokomotive gekoppelt. Der Abendrot-Express ist bereit zum Abfahren. Mario. Was ist denn jetzt los? Es ist eine Katastrophe. Unser VIP und seine Freunde verwüsten alles. Das gerade, als wir abfahren wollten. Mario. What the fuck? What the fuck? Ich wollte gerade loslaufen. Und da kommt der einfach. Aber ich weiß schon mal, wer das war. Habt ihr gerade gesehen, wer auf dem Ding da rumgefahren ist? Bis gleich. Scheiße, er kommt da wieder. Und raus. Hallo Larry. Vollidiot. Uff, war knapp. Mal hast du die verdächtige Gestalt auf dem Dach gesehen? Mario! Oh! Hallo Wagen. Mario, wie schrecklich, der VIP hat den Zug geführt und als er gehört hat, dass du auf dem Weg zum Kap Sternzelt bist. Aber wir können ihn hier noch einholen mit einem ultraschnellen Draisine. Du musst uns Schwung geben. Schlag einfach den Hammer auf den Griff und zwar tüchtig. Let's go. Holen wir uns den Sack. Ich halte schon die Bildhaste parat. Ich smash den weg. Wir haben den Zug eingeholt und halt den VIP auf Mario. Wenn du zurück zum Bahnhof möchtest, lass mich einfach wissen. Okay. Alter, der VIP war dieser Sack? Oh mein Gott. Und wir haben denen das vor Essen gemacht? Nee. Nee, jetzt will ich mich auch mal entführen. Der Abendrot-Express wurde entführt. Und es ist noch Retter Tod drin. Wenn du sie findest, hilf ihm bitte. Ja. Und zwar sind es die roten Retter Tod. Ich glaube, ich habe was von 42 gelesen. Vorsicht mal, Scheigeist dürfen dich nicht sehen. Ja, 41. Da oben ist einer, das ist Mo. Ah, ich fass euer Leben.
der mieses Muster. Hallo. Vollidiot. Och. Was macht der eigentlich? Scheiße. Oh Gott, das heißt, sie sind jetzt stärker denn je. Ich muss sie alle zerstören. Ich probiere das aus. Und dann noch mit der Karte oben drauf. Das sollte mit seinem Paar erledigen. Der große Wurf war meines Todes. Attacke. Okay, die halten viel zu viel aus. Das ist Mist. Wenn ich so viel aushalten. Oh Gott. Gott. Oh nein. Ja. Oh Gott, nein. Wie machen wir es jetzt? Die beiden krieg ich nie so platt. Ich kann die damit töten. Den anderen erledige ich damit. Weißen springen. Da wäre ich auf jeden Fall beide los. Attacke! Friss mein Pömpel! Und da. Yes! Das müsst ihr euch gleich zugesetzt haben. So. Er ist down. Nummer 1 ist weg. Shit. Der müsste mit zwei Sprüngen eigentlich raus sein. Let's go. Und Nummer 2. Ich brauche dringend Geld. Holen wir uns mal wieder ein bisschen Geld. Denn wir haben jetzt so viel ausgegeben in letzter Zeit. Ja. Moment. Hallo, Redder Toad. Papierabfälle waren in dem Papierkorb. Ich wurde so ein Balsam geknüllt und beinahe weggeworfen. Vielen Dank. Okay. Ja. Und oben ist ein Vollidiot. Oh Gott. Na gut. Mir können sie eh nix. Der Koffer scheint verschlossen zu sein. Ja. Den können wir mit dem Fallblock wahrscheinlich umfalten. Auf dem Boomer, da war ein Ding. Muss ich wohl Stück für Stück anschleichen?
Wie machen wir es? Erwischt. Vielen Dank. Selbst der Endabteilator hat von seiner Zeit Angst. Und Nummer 33 bereit und geht zum Hauptquartier zurück. Ich muss darauf. Was denn die Tür klemmt? Was haben wir denn da? Wir bauen den Block. Ah, ich hab's. Ich hätte drauf kommen müssen. So, Kette. Jetzt. Jetzt kann ich drauf. Holen wir uns diese Typen. Kann ich kurz mal ausspringen? Achso, ich dachte, das wäre irgendein Fleck, den ich mit zerstören müsste. Gut. Jetzt kann ich zerstören. Und geschafft. Ich glaube, wir müssen noch zweimal hier hoch. Haha, erwischt. Was sagst du nun? Oh. Scheiße. Der da hinten wird gefährlich. Aber ich glaube, der bringt echt ordentlich XP, wenn wir den zerstören. Schön fürs Kartenrad. Ah, der Ventilator. Das könnte jetzt gelegen kommen. Bitte, bitte, yes! Jetzt ist Schluss mit lustig. Das dürfte übrigens die alle erledigen. Jetzt nicht, dann habe ich ein Problem. Aber das wird uns jetzt nicht stören. Komm, vernichten wir sie alle einmal mit einmal. Ich will den Bonus. Vielleicht hätte ich doch noch ein paar Sprünge mit einsetzen sollen, dann hätte ich wirklich die XP bekommen. Und? Das dürfte sie richtig hart erledigen. Komm, erledige sie, erledige sie, erledige sie. Gott, Ventilator! Gott, nein. Das wird schwierig. Kann ich eigentlich so erledigen? Macht sie mir überhaupt Schaden? Nö. Der lebt immer noch, der Kerl. Aber nicht mehr lange. Denn er ist jetzt draußen und sozusagen jetzt in der offenen Gefahr. Oh, noch einer? Gut, meinetwegen. Wenn du mir Münzen gibst, bin ich einverstanden. Nö, keine Münzen. Fickt euch. So.
Das war Volltreffer. Ich habe da jetzt eine folgende Taktik. Ich will meine Taktik ausprobieren. Ich hoffe, wir haben noch so eine Kopie übrig. Ich hoffe, dass wir die noch haben. Nein, wir haben die nicht mehr. Ah, das könnte mir gelegen. Yes! Der kommt mir jetzt gerade sehr gelegen. So, Nummer 1. Dann brauche ich... Haben wir das noch? Das könnte helfen. Und dann mit dem großen Schuh. Also, ich würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt nicht alle vier mit einmal erledigen könnte. Ja, ich habe den Knochen gezogen. Und warum habe ich die Eisblume genommen? Damit ich diesen mit dem Hut hier eigentlich vernichten kann. Aber jetzt geht der Spaß los. Let's go, Katharinchen. Oh shit. Jetzt kommt die Eisblume. Ich will eigentlich den treffen. Mein Plan ist nie aufgegangen. Verdammt! Den krieg ich niemals im Leben. Nicht ohne irgendeine Dingskarte, mit der ich was... Nee, mit der reiß ich nix. Ich kann die Feuerblume gebrauchen. Die behalte ich mal vor. Jetzt habe ich noch dich. Let's go. Ich denke mal, die Karten dürfen ausreichen, mich zu erledigen. Warum ich so wenig Geld wieder habe? Ich habe wieder viel fürs Kartenrad gebraucht. Verdammte Scheiße. Aber ist mir so egal, wir. Da haben wir es gleich voll. Der ist dran. Meine Dingskarte, die es reißt. Ich habe zwar noch eine Batterie, aber ich weiß nicht, ob wir die nochmal später brauchen. Ich versuche es einfach mal. Dann die Feuerblume. Und den Anschluss, falls der überleben sollte, gibt es noch einen Multisprung. Los geht's, Batterie. Okay, dann. Danke. Du bist ein Held. Jetzt ist noch der übrig. Der lebt aber immer noch. Ich hoffe, der bleibt da. Nö. Der haut einfach ab. Bastard. Ich habe meine Linkskarte geopfert. So ein Bastard, ey. Drei normale Opfer. Was haben wir denn alles?
Ich habe noch eine Kopienkarte. Damit kriege ich alle. Moment. Kann ich alle erwischen? Dann würde ich eine Rüstung gleich durchführen und dann kümmern wir uns um den Arsch da hinten. Der anscheinend unseren Angriff überlebt hat letztes Mal. Für dich habe ich auch noch was aufgehoben. Halt, zurück. Ich gehe fast, dass die nicht überleben werden. Oder haben wir noch einen Multisprung, der übrig ist? Schau mal nach, ob ich noch nicht nur einen Multisprung übrig gehabt? Bei meinen ganzen Einsätzen? Einen habe ich noch. Der runter, der runter, der drauf, der drauf. Jetzt kann ich. Jetzt dürft ihr mal die Schüssel miterleben. Die müsst ihr euch auch mal anschauen. Oh. Jetzt habe ich noch drei Sprünge, um den Bastard zu erledigen. Also das wird eine Sprungtour. Los geht's. Also das will ich jetzt sehen, dass der das Ganze überlebt. Das ganze Spektakel. Denn ich habe noch den Eisensprung. Und sagen, ich stehe noch ab. Er hat keine Chance. Der kann ich doch so viel AP haben. Der habe ich verarscht, ey. Ich habe den drei Supersprünge erst gegeben und trotzdem lebt er noch. Habe ich eine Runde gegen ihn? Ich habe eine Runde, den zu erledigen. Jetzt dürfen wir es eigentlich mal schaffen, ob wir den besiegen können. Soll uns das gelingen? Sind wir overpowered und ich gehe am besten gleich aufs Ganze. Ich habe 5 Sprünge jetzt geladen. Also es muss reichen. Wenn es nicht reicht, dann wäre es seltsam. Wenn ich mir 5 Sprünge erledigen kann. Ja, ich weiß, es sind nur so viele Sprünge einzusetzen, aber ihr habt gesehen, er hat selbst den Eisensprung überlebt. Jetzt stirbt er. Alles klar, Mann. Du bist so ein fetter Betrug. Verpiss dich einfach. Und du kriegst mir gar nichts. Du bist einfach nur langweilig. Und auf dich habe ich mich die ganze Zeit konzentriert, versucht dich zu killen, um endlich mal hier Erfolg zu haben. Ja, ich vorstelle. 35. Ja, jetzt kannst du mich abziehen. Danke. Jetzt geht's da runter. Was haben wir zuerst? Koffer oder das? Ich bin dafür. Alles klar. Ich will was ausprobieren. Deswegen werde ich mich jetzt dahinter bewegen und nochmal das Ding aktivieren. Denn ich will was ausprobieren. Einfach nur austesten. Wenn meine Idee aufgeht, kann ich vielleicht sogar den Koffer damit aufpreschen. Ich will es einfach nur mal austesten. Ich bin jetzt oben. Ich glaube, mit dem Emulator kann man das sogar sehen, was man da auf dem Touchscreen macht, aber wir sind ja nicht bei Dolphin. Oder bei... Ich glaube, Dekav könnte es können, oder? Kann Dekav auch das Gamepad emulieren, dass man das sehen kann? Schreibt es mal in die Kommentare, wer mit dem Emulator schon mal was gemacht hat. Aber nur, wer wirklich was damit schon mal zu tun hatte. Brech diesen Scheiß auf. Ich kann nie aufbrechen. So eine Scheiße aber auch. Ich dachte, ich könnte es. Na egal, auf jeden Fall, nächstes Mal machen wir weiter. Kommentar werde ich vergessen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin und Emerald Control.